Alter, eins würde ich mir diese Folge wünschen, wenn ich plötzlich sehe, wo Nunan oder Steel, Alter, ich gebe den so hart. Alter, ohne Witz, ich... Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Bloody Beach und ihr seht schon, es sind wieder, oh, drei sogar Leute auf dem Server, oder bist du das? Ja, ich bin das. Und zwar haben wir hier den Nunan, YouTube und Steelhammer, die waren ja, glaube ich, sogar vorher schon kurz drauf, ne? Ja, aber dann sind sie irgendwie disconnected, ja. Genau, die haben, glaube ich, echt auch Schiss bekommen. Nope. Krieg. Okay, also, wir sind echt prima ausgerüstet. Sharpness 3-Dia-Schwert, danke immer noch an den Sharpness 3-Dia-Schwert und nicht Protection 2 Diamond Chest und Protection 2 Diamond Boots. Wir haben es noch in der Konfi geschrieben. Ja, so eine kleine Skype-Konfi und dann habe ich noch so geschrieben, ja, danke an meinen Sponsoren Detox für Sharpness 3-Dia-Schwert. Richtig, Hammer, nice. Ich muss auch sagen, also, ich bin happy. Hey, kommst du? Ja, du stürmst immer so schnell los. Das ist echt der Hammer. Du erinnerst mich an... Was wollte ich eben sagen? Egal. Du erinnerst mich an mich. Ja, das wollte ich sagen. Das hört sich irgendwie komisch an. Aber okay. Okay, als wäre ich dein Kind. Ja, die Frage ist jetzt, wo könnten sie sein? Villager treffen. Schlagen dem mal was. Die wollen ja also keinen Leute, Krieg. Das sagt halt. Also echt, ich weiß nicht, was hier los ist. Auf keinem Server habe ich diese Chunk-Probleme wie hier. Die Chunks laden einfach nicht. Okay. Was ist denn deine Render Distance? Ich hab's auf Maximum gemacht. Okay. Stell's vielleicht mal auf 16 oder so. 16 ist ja far, also... Ich hab ja 16, ich hab... Ach so, okay, okay. Das sind die Falschen, sorry. Wieso? Hä? Warum seid ihr die Falschen? Ist hier gleich falsch. Den Account von C und Nunan gehackt? Es gibt ja so Account-Hacker, ne? In Minecraft. Ja. Ich würde jetzt sagen, wir laufen einfach rum, wir haben genug Essen und sowas. Weil wir Lappen sind. Ja, warum macht ihr dann bei einem PvP-Projekt mit hier? Ich geb dir gleich, weil wir Lappen sind, ja? Das ist ja der Hammer. Die haben ja noch genug Leben, ne? Also, ich meine, die können ja noch einmal sterben, ne? Ja, ich glaube, die sind, glaube ich, schon vorher zu oft gestorben, deshalb haben die jetzt Schiss. Einmal wahrscheinlich beide nur, weil ich bin mir sicher, dass die keinen Kill hatten. Haben einmal kassiert und jetzt einmal kassiert und jetzt haben sie wahrscheinlich echt Angst. Ich wollte ein Schwein. Warte, ich glaube, ich habe da eben... Nee, doch nicht. Okay. Ich kann ja wieder auf Nicht-Laden Chance hoffen. Ja, also ich habe jetzt ich auch Optifine drauf, aber es klappt alles wunderbar. Bloody Beach Video habe ich 4 Leute blockiert insgesamt. Also 4 Leute blockiert, weil die dich so beleidigt haben wegen den Chance. Also Leute, nochmal wirklich, ich bin auch der Meinung, das ist jetzt, ich meine, die haben sich... Also jetzt nochmal, um die Stelle anzusprechen, die haben sich nicht gesneakt, die hätten wir sowieso, also ich hätte die sowieso später dann an Namensschild erkannt, weil ich habe so ein Faible für Namensschilder. Okay, dann lass mal weitergehen. Boah, Alter, wir sind so OP. Frage ist halt, wo könnten die sein? Ah, auch in einer Höhe. Also die meisten haben echt ihre Base unter dem Villager. Ich denke einfach, dass wir in der Gegend einfach rumlaufen. Genau, machen wir es. Wo ist der Bus? Mit Hans Meiser. Also ohne Witz, das ist auch nicht der Sinn in diesem Projekt, sich einfach dann zu verstecken, weil man... Nein, das ist echt nicht der Sinn. Ich meine, wir haben uns ja auch für den Fall der Fälle eine Ersatzrüstung gemacht, die wir jetzt bisher immer noch nicht gebraucht haben. Und wir haben insgesamt noch 4 Dia-Schwerter als Ersatz. Nee, das sind nicht 4, das sind mehr Dia-Schwerter, du. In der Truhe sind mehr Dia-Schwerter. Ich habe hier noch ein Sharpness 1 Dia-Schwert im Moment. Genau, das ist deins, weil du hast ja jetzt meins. Ja, stimmt. Nee, ich hab deins. Ah ja, das ist deins. Egal, irgendwie. Irgendeins von uns beiden ist es halt. Ja, kann doch meins sein. Wie viele Level hast du jetzt eigentlich? 5. Okay, ich hab 2. Ja gut, also mit dem Amboss müssten wir gucken. Wir haben jetzt noch nicht nachgeschaut. Nee, also stimmt. Wenn wir wollen. Aber wenn wir Zeit haben. Dann wir einfach mal ein bisschen XP. Genau, sollte ich auch machen. Weil die Tiere sind hier und ich töte sie nicht. Die antworten nicht. Achtung, gleich disconnecten sie. Alter, das sind jetzt richtige Leuche, Alter. Reicht mal. Lauchs. Noch nur Angst vor ein Sharpness 3-Dia-Schwert. Soll ich jetzt da schreiben, hab doch nur ein Sharpness 3-Dia-Schwert. Warte. Denkst du echt, die kommen dann? Oh Mann, wir müssten aber irgendwann, pass auf, lass uns am besten einfach nochmal zum Villager gehen und da runtergraben, wo ich den Detox-Crafter mal mit seinem Namensschild gesehen habe. Genau, weil, gucken wir mal deren Base. Wenn der ein Bett da hatte, weil der eine hatte ja auch ein Bett im Inventar und ich glaube, der Detox hatte keins. Ja, ich habe ein Bett im Inventar. Ich habe auch ein Bett im Inventar. Okay, dann ist der da vielleicht doch nur zufällig gespawnt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber wenn wir den Enchanter von denen finden, nehmen wir den am besten mit. Ich habe den Enchanter. Ach, du hast... Ah, gut, dann ist ja gut. Ich habe gesagt, der hat eine mobile Base. Okay, dann können trotzdem mal Villager mal gucken. Nicht, dass die
Nicht, dass jemand anderes den Enchanter von denen findet. Das wäre nicht so toll. Den tue ich dann auch in den Sand. Sollen wir mal ganz kurz in unsere Base einfach gehen? Pass auf, stell einfach jetzt. Es sind ja nur die beiden da. Ich denke ja, mal, die werden uns jetzt nicht in die Quere kommen. Lass kurz zum Villager gehen und die genau dort einen Amboss aufstellen. Und mal ganz kurz schauen, wie das mit den Dia-Schwertern verbinden funktioniert. Weil du hast jetzt auch ein Sharpness 1 Dia-Schwert und ich habe auch eins. Dann können wir vielleicht für mich ein Sharpness 2 Dia-Schwert machen. Der müsste dein, noch weiter da ja. vorne sein, ja. Da, jetzt wo ist die großen Bäume gar nicht mehr. Alter, also wenn ich mein Dia, kann man Sharpness 4 haben? Das höchste Sharpness 5. Oh. Also ja, du könntest, aber ich würde sagen, ich mache mir erstmal ein Sharpness 2, falls es geht. So, bau mal den Amboss auf. Oh, dieses, Geräusch. Gib mir mal gerade dein Dia-Schwert, Sharpness 1 Dings. Du passt auf, ne? Ja. Das plus das ergibt Sharpness 2. Alter, 19 Level. 19 Level. 19 Level. Aber ich denke mal, es lohnt sich, ne? Wenn wir das machen, lohnt sich das denke ich schon. Man könnte, ich habe 11 Bücher von denen noch. Ich werde mir gleich mal Bücher anschauen. 11 Bücher? 11 Bücher. Ich habe hier ein Efficiency. Guck mal, hier dieses 12 Bücher. Ja, Efficiency ist Bullshit. Ja, die brauchen wir beide nicht, oder? Efficiency 1, Efficiency 4 und Smite. Wobei Efficiency... Na gut, wir haben Efficiency 5 auf diese Items, ne? Also von daher brauchen wir die wirklich ja, nicht. Außer für eine Dia-Spitzhacke, ganz ehrlich. Ich enchante jetzt meine Bücher alle auf Level 1. Mal gucken, was da so rumkommt. Soll Power ich die 1? Bücher einfach verbrennen? Warte, ich verbrenne die, okay. Warte mal, ich kann mir gleich meinen Bogen... Hab ich habe sie verbrannt. Protection 1 habe ich hier nochmal. Dann okay. habe ich Efficiency 1. Bringt Efficiency 1 sofort verbrennen, Power brauchen 1 wir echt nochmal. Nicht. Brauchen wir auch nicht eigentlich, oder? Power 1 mit Bogen. Nochmal Power 1. Okay. Aber dann kann ich die Bücher stacken? Nein, dann kann ich jetzt das Efficiency-Buch wegschmeißen. Genau, mach das mal. Ich will es anzünden. Okay, das heißt, im Endeffekt müssen wir jetzt eine Folge Leveljagd machen. Müssten wir ja. Das heißt, wenn Nacht ist, können wir auf jeden Fall auch auf Monster gehen oder wir bauen Kohle ab und brennen Sachen. Das bringt ja auch einige. Der spuckt leider keine Level aus. Warum heißt der Platschibo? Der ist Platschibo. Ja, dann müssen, und dann würde ich, ja genau, das passt recht, weil meine Dia-Rüstung, dann zieh am besten für die Jagd eine andere Rüstung an, eine Dia-Rüstung. Ich meine, ich habe die Dia-Rüstung an. Du meinst was ich, anderes als eine Dia-Rüstung? Genau, damit ganz wir ehrlich, verbrauchen meinst du nicht, hochkommen. Die hält lange genug? Weiß es, ja kannst du mal gucken. Ist eine Dia-Rüstung. Eine Dia-Rüstung? Eine Dia-Rüstung! Dann würde ich sagen, kannst du einfach mal gucken, also ich werde jetzt einfach meine anbehalten und mach mir eine neue, weil durch die haben wir ja 44 Eisen oder sowas gehabt. Hast du 44? Ja, ich habe die im Inventar, also das heißt... Also jetzt ist echt die Frage, ich habe ja auch noch ein Stack Kohle und man braucht ja 8 Kohle, um Cobblestone zu brennen. Stopp, wir haben, ich habe nochmal Weed, wir können uns Diaschuhe noch machen für mich. Diaschuhe für dich? Wir haben doch sowieso genug Diamanten in der Basis, ne? Ja, stimmt, und wir haben nochmal Weed abgeholt. Dann lass uns kurz mal in die Basis gehen, also echt, ich würde es nicht machen, also ich werde jetzt nicht die Rüstung wechseln, weil, jetzt nehmen wir mal an, wir jagen gerade in der Nacht und dann kommt doch ein Gegner, bis ich dann die Rüstung umgezogen habe, das ist mir zu brenzlig. Ja, also da gehe ich jetzt das Risiko ein, dass die Dia-Rüstung vielleicht irgendwann nicht, kaputt geht. Also, ja die jetzt nicht, aber jetzt stell mal vor, da connectet einfach ein anderes Team und die stehen dann direkt vor uns. Weil, weiß man ja nie, ne? Ja, das wäre praktisch. Nicht wahr, weiß, das weiß man nie. Und weiß man nie, warte, es liegen hinter dir zwei Smoothstone, mach bitte zu. Alles klar. Jetzt habe ich alle Smoothstone gedroppt. Das wollte ich nicht. Moment. Mach mal, Leute, ich habe die schon wieder alle gedroppt. What the fuck? Nicht, dass die uns jetzt hier gleich sehen, das wäre scheiße. Nochmal ein bisschen Weed auch gewachsen. So, dann erstmal wieder dieses. In der versteckten Kiste hatten wir auch nämlich noch Diamanten, richtig? Richtig, da haben wir die Diamanten und da werde ich jetzt mal hingehen. Ich werde da jetzt mal. Okay. Haben wir genug Smoothstone? Ja. Okay. Oh, hier waren auch noch 32 Eisen, Alter. Ich schmelze einfach nochmal einen Stack Smoothstone und die anderen 32 Eisen gebe ich mal in die Kiste. 6 Dias waren da drin, lol, das reicht für eine. Und da sind noch mehr Stacks Weed. Wir kriegen eine Brustplatte für mich zusammen noch. Eine Brustplatte für dich? Hammergeil. Ach du Scheiße, geil, wir kriegen für mich noch eine Brustplatte. Ja, aber bewahr ein paar Diamanten auf, falls und wir... Warte, dann wenn... Oh, scheiße, sneak dich. Guck mal, jetzt geht's gleich ab. Okay. Okay, jetzt kommt, da glaube ich, auch noch gleich der Teamkollege von dem. Okay, pass auf, ich wollte nämlich gerade noch die anderen Dia-Schwerter da reinmachen. Jetzt hast du schon zugebaut. Na gut, dann lass mir der drin. Ja, warte mal, dann mach die hier rein. Warte mal, ich hab, so warte mal jetzt. Oder sollen wir die verbrennen? Nee, ne? Wir kriegen jetzt noch raus 2 Eisen. 8 Dias reichen für eine Brustplatte, oder? Ja. 8 Dias. Ja, ich krieg eine Brustplatte noch, Junge. Du hast den Enchanter, und du hast den, dann lass den mobilen Enchanter einfach da, würde ich sagen. Okay, falls unterwegs. Jetzt sollen wir den, nee, dann nehmen wir den mit. Nehmen wir den mit und tauschen die Dias da um, dann machen den wir für Anvil dich gleich eine... Genau, den Anvil, platzier den einfach irgendwo. Oder
Gib dir eine Kiste. Na, ich weiß nicht, weil nein, wenn nein, immer nein. einer hier. Du willst ihn da verstecken. Ich mach den jetzt einfach dahin. Zack. Okay. So, warte okay. mal. Kriegen wir noch mal genug Weed zusammen für noch ein Dia? Warte mal. Mach dir doch einfach erstmal eine Druckplatte, weil ich habe jetzt Angst, weil Maxman jetzt hier drauf ist. Nicht, dass uns gleich einer sieht. Weil du siehst die Namensschilder schon relativ gut durch die Steine. Ich habe ja auch Detox da am Boden gesehen. Dann lass schnell an die Oberfläche gehen. Okay, lass uns schnell an die Oberfläche aber sneaken. Nur für dich. Ja. Hast du Smoothstone noch dabei? Zwei Stück, okay, das reicht gerade für den Eingang. Im Ofen ist auch noch was. Die Enderperle hast du jetzt verschossen, ne? Genau. Okay, ist schade. Egal, dann schnell hoch, dann tausche ich die Dias, dann beschütze mich und dann gehen wir direkt wieder zurück. Genau, so machen wir das. Zum Enchanten meinst du? Genau. Du hast den einen Enchanter doch noch im Inventar, oder? Oder hast du den da jetzt in die Kiste gegeben? Ja, aber trotzdem will ich noch zurückgehen. Oder okay. Ja, können wir Oberfläche. Machen wir das an der Oberfläche, weil dann würde ich sagen, suchen wir Maxman. Der hat noch so schöne volle 6 Leben. Ich brauche noch einen Punkt. Noch 2 sogar, um dann wieder 2-mal sterben zu können. Maxman ohne Partner. Oh Gott. Achtung, Creeper. ja, Leveljagd, ne? Da war ja was. Ja, dann kannst du so lange Level schon mal jagen. Ich werde dann mir mal... Boah, Hilfe, Alter, sind das... Ja, der ist auf Kreta. Ich hoffe, dem geht's gut. Oh Gott, sind hier viele Monster. Oh, muss ich aber schnell mal einkaufen. Alter, diese Creeper sind echt der Hammer. Zack, zack, zack. Oh, Digga, ich freue mich gleich. Oh, das ist ein Jockey Rider. Was ist da? Ein Jockey Rider, wie der heißt. Hä? Ach, du meinst so ein Spinnreiter. So, ich habe 2 Dias. Kacke, ich muss zurück, ich hab die Dias rausgelassen. Du hast ihn in die Kiste gesteckt. Ja. Du bist doch ein Idiot. Oh Gott, weiß. Dann, mach einfach mal Folgendes. Dann bleibe ich oben an der Base und pass auf, okay? Ja. Und jag Monster. Geh zu unserem Eingang, und jag dort Monster. Ja, warte, ich muss gerade noch was essen. Es dauert ein bisschen, bis ich da bin und ich könnte sogar... Alter, schwören, ich habe da gerade hinten einen Spieler gesehen. Es ist verdammt viel. Komm bitte los zur Base, komm zum Base. Ja, warte, ich sehe dich gerade noch am Eingang. Warte mal kurz, bevor du reingehst. Nee, ich geh rein, ich will meine Dia-Buff. Okay. Dann tu mir aber bitte den Gefallen und nimm einfach mal alle Dia-Schwerter bis auf eins aus dieser Kiste da raus und mach die auch in die Versteckte, ja? Weil das sind mir ein bisschen zu viele, weil wenn die einer findet. Und dann, wenn du das enchantet hast, nimm den mobilen Enchanter bitte auch gleich und gib den auch in die versteckte Kiste. Weil das sollte jetzt echt keiner finden, finde ich. Boah, Alter. Boah, zwei Dias. Oh, Digga, da ist eine Hexe Alter. In der Nähe. Die darf mich, also ich werde mich von der fernhalten. Oh, Diamant, Chess, Digga, und dann noch Level 1 entscheiden. Okay, aber weiß, beeil dich, weil ich bin nicht so gerne allein. Ah, Projectile Protection. Schade. Was hast du? Projectile Protection. Auf der Diamantbrustplatte? Ja. Ich habe noch einen Lava-Eimer für dich dabei. Ah, oh, das ist gut. Ich pack jetzt allen Stuff hier rein. So, und ich habe schon 6 Level. Aber es sind Alter, ich lasse das einfach hier. Die Base wird niemand schon finden, das passt. Ich hoffe es doch, dass die niemals finden. Warte, ja gut, ich nehme die Schwerter alle raus. Also wenn wir da nicht drin sind, sollte die eigentlich keiner finden. Am ehesten findet die halt jemand, wenn jemand unsere Namensschilder sieht und sich dann runtergräbt. Und dann, ja, dann am Seitenchest wird er eh nicht gucken. Nee. So, schon 7 Level. Hier liegen noch überall Experience Points rum, ich muss die nur einsammeln. Ja, sammel die an. So, ich habe jetzt ein bisschen Sicherheitszeug reingetan. Hilfe. So, weiß ich. Und ich hoffe, du kommst bald raus. Brauchst du Pfeile noch? Soll ich noch Pfeiler habe ich echt genug. Ein Stack reicht. Ein knapper Stack. So, warte, ich baue hier gerade wieder zu den Eingang. Und hier oben geht auch gerade... Alter, was geht hier ab mit den Monstern? Das ist ja echt der Hammer. Alter, Schatten ist 3 Dierschwett. Ich glaube, ich habe da hinten gerade ein Namensschild gesehen. Gott, Creeper! Ich komm hoch. Ich bin schon gleich da wieder. Oder? Da habe ich mich jetzt getäuscht? Also ich weiß nicht, ich sehe es nur so aus dem Winkel, weil ich kämpfe halt gegen die Monster und achte ich nicht so drauf. Ach, ich sehe unten dein Namensschild jetzt gerade. Warum gehen die alle hoch? Was soll die Scheiße? Ja, Mann, bum. Hier ist gerade oben alles fett zerbombt. Wenn da jetzt nicht gleich noch zu unserer Basis gesprengt wird, dann haben wir echt Glück. So, bin da. Warte, hier ist ein Lava-Eimer. Okay, danke. Was ist besser, Feuerzeug oder Lava-Eimer? Lava-Eimer, ne? Ja klar, weil, also, der Lava-Effekt zieht halt gut Schaden, aber Feuerzeug ist besser zum Abbauen. Ich hab den nicht aufgesammelt. Hast du den irgendwo? Ach, da liegt der. Warte. Alter, Digga. Am meisten regen mich die Skelette auf. Mach ich das mal so. Ich weiß nicht, wie hast du das auf, machst du es mit Hotking? Weil ich bin am überlegen, ob ich den Lava immer auf den ersten Slot machen soll und das Schwert auf den zweiten. Nicht. Deswegen fail ich auch, weil ich immer mit alle die kleinen Zombies sind da. Weil dann könnte ich zum Beispiel... Das nächste. Scheiße, die hat mich mit Slowness getroffen. Ich gehe ein bisschen weg von der. Ich würde sagen, die schießen wir auf jeden... Scheiße, die
ist gleich wieder meine Reichweite. Noch rum? Ja, die konnte ich noch gar nicht einsammeln. Lass mich die einsammeln. Lass jetzt erstmal nur ein. Oh Gott, das ist wieder eine Hexe. Lass erstmal nur ein leveln, weil ich habe schon 11 Level und dann kann ich bald das Sharpness 2 Schwert machen. Ja, dein Level. Lass dich hier liegen. Stopp. Oh nein, ich wurde mit Slowness getroffen. Alter, nerven diese Viecher hier. Also ich habe echt Angst vor Hexen, muss ich sagen. Ja, ich auch, weil wenn die dich mit, jetzt stell dir mal vor, dich trifft eine mit Gift und du wirst vergiftet und dann kommt ein Gegner, ey. Hammergeil. Dann bist du am Arsch. Dann bist du sowas von am Arsch. Hier, XP. Ja, XP, genau. So. Schon 12. Und gleich sonst 13. Und, wie viel brauchst du nochmal? Wie viel brauchst du nochmal? Ich brauch 19. Für das dann sammle auch XP ein. Ja, wo denn? Ach da. Lecker. Okay. Sind es genau volle 12 noch ein. Jetzt sind es 13, perfekt. Dann stell's doch aus und nimm's aus dem Arsch raus. Mein Gott, weiß. Muss das jetzt eine Aufnahme sein? Lass mich in Ruhe. Boah, ich one-shotte Mobs, also hier? Tiere one-shotte ich. Irgendwas, egal. Mit dem Schwert one-shottest du die? Ja, nicht die Monster, aber die Mobs. Also die, Keiner die Tiere. Okay, die Tiere. Das ist echt one-shotte Hammer. Ich. Also echt, da hat er sich gut was. Ja, gut, der konnte alleine farmen halt. Das ist halt. Genau. Der hat alleine gefarmt. Können wir alle unsere Dia-Schwerter umkonverten wieder zu Dias. Das wäre auch geil. Könnten wir das? Womit? Alter, der reitet ein Zombie auf dem Chicken. Ich seh's. So ein Baby-Zombie auf dem Chicken. Ich hab direkt einen Screenshot gemacht. Ich hab direkt einen Screenshot gemacht davon. Hast du es noch nie gesehen? Ich hab schon öfters gesehen. Doch, aber dass man das links oder so super ist, immer lustig. Okay. Aber die kämpfen gerade gegeneinander, zwei Zombies gegen ein Skelett. So, Weiß, jetzt ist die. Also, wie macht man das mit den Dia-Schwertern, dass man die zu Dias bekommt? Womit macht man das? Amboss? Oder? Nee, es geht nicht. Das habe ich ja gemeint, das wäre lustig. Ach so, okay. Ja, das wäre echt cool. Weil dann hätten wir ziemlich viele Dias. Man könnte Feed the Beast kurz drauf machen, Uncrafting Table. Genau. Ändern wir mal schnell. Aber bin du auch schon mittlerweile 5 Leben. Wer hat 5? Tag? Ich. Du hast 10. Ja, 5 Leben. Ach so. Ich seh. Level meinst du. Jetzt habe ich schon 16, also echt nicht mehr lange. Und ich. Noch eine Nacht, dann kann ich mir das Sharpness 2 Schwert machen. Eigentlich schaffst du jetzt immer. Schon. Naja, 16 habe ich. 23 brauchst du, richtig? Ich brauch 19. Das heißt 19 noch 3 Level. Lol, das kriegst du easy hin. Ja, und womit halt jetzt? Ich muss halt noch Mobs finden. Ja, da vorne sind ganz viele. Wo? Nicht da, du gehst in die falsche Richtung. Links, da waren sehr viele noch. Ja, die sind alle despawned. Leider. Jetzt sind hier wieder nur freundliche Viecher. Schade. Ja gut, die geben aber auch XP. Ja gut, aber relativ wenig. Niemand kämpft. Also wenn dann jetzt niemand kämpfen will, dann würde ich sagen, die Folge ist auch gleich zu Ende. War das hier mal wieder so eine kleine Ausrüstfolge und nächste Folge gucken wir dann was. Hinten sind 2 Pferde und ich hatte einen Sattel. Echt jetzt? Du hast einen Sattel? Ja. Hatte eine, also da war eine in der Truhe, glaube ich. Egal, wir töten trotzdem. Ach, die geben keine XP, doch, die geben XP, ne? Ja, die doch, geben da, XP. Da liegt ein Korn, da liegt ein Korn. Gleich habe ich 17. Zack, meiner. Oh Mann. Das wäre jetzt mein 17. Level gewesen, hättest du mir das nicht geklaut. Oh. Böses Weiß. Armes Domse. Da liegt eins. Komm her. Wo du bist richtig du? So unsauber mit deinen XP. Hinter dir. Geradeaus. Jetzt geradeaus. Jetzt rechts ein bisschen. Da. Oh. Da liegt ein XP-Korn. Oh. Ich seh's nicht. Hier, komm doch her zu mir. Ja, ich komm ja schon. Ach, da. 17. So, noch 2. Okay. Den Amboss haben wir jetzt das XP spawnt immer später. Erst wenn das Mob despawned ist, dann kommt erst das XP richtig. Und wir laden wieder die Chance nicht. Keine antwortet. Richtig unverschämt. Der ist ein richtiger Langweiler, Alter. Ja, ne? Mit den anderen, das war richtig geil. Da gab es immer so richtig schön Action und Stress. Und Miners waren eh die Besten. Die waren die ganze Zeit ohne Equipment und die schreiben dann, wenn wir zurückgegangen sind, kommt am Server, wir wollen kämpfen, wir sind kampflos. Das finde ich immer richtig lustig. Da ist ein Hühnchen. Hühnchen. Lass es mich killen, bitte. Oder ja, klar, lass mir die super. XP. Ich bin immer 3-mal schneller als Domse. Ja, weil du immer jetzt vorläufst, deshalb. Ja, dann lauf du vor. Also ich habe schon so die Angewohnheit, dass ich lieber nicht vorlaufe, weil die Teampartner mich dann nicht mehr finden. Und deshalb bleibe ich jetzt lieber ein bisschen langsamer und zurück. Ja, jetzt finde ich dich nicht mehr. Doch, ich stehe doch direkt vor dir. Warte, okay, jetzt hast du dich angesammelt. Ja.
Ja, ich so habe auch wieder 9 Slimes. Na gut, also so selten sind die dann hier doch nicht, die Slimes. Nee, die Slimes sind hier nicht selten. Aber die waren doch früher mal ganz selten, oder? Ja, die sind nur in Slime-Chunks gespawnt, in seltenen. Okay. Weil ich kann mich noch echt... What the fuck, seit wann ist dieses Feld da? Hä? Kommen wir jetzt von der anderen Seite wieder zum Villager oder habe ich gerade die Orientierung verloren? Nee, das war hier früher noch nicht. Hat das jemand in der Folge bepflanzt? Was? Hat das jemand vielleicht in der Folge bepflanzt? Wahrscheinlich. Oder das ist noch... Wir waren hier... Doch, wir waren doch erst vor kurzem da oben und haben gekämpft, ne? Für den Frieden. Liebe Grüße, Wilhelm Kramer. Kramer. Okay, die antworten echt nicht eiskalt. Keine Antwort. Wetten, die sneaken sich gerade in ihrer Basis und schauen zu, wie das Weizen wächst. Wir haben gleich unser Eisenschwert zusammen. Yeah, dann töten wir die bestimmt. Die ist ein Schaf. Warte, ich komme schon. XP. Und hier ist auch richtig zerbombt, hier war auch mal irgendwas. Und da unten ist ein Gang, schau mal. Ne, hier geht's aber nicht weiter. So, Basis, wir müssen jetzt einmal kurz X-Ray drauf machen und dann mal so ein bisschen... Psst! Also, weiß! Das ist jetzt wirklich... Da links ist ein Schaf, das sehe ich durch den Schrank auch. Ja, aber die antworten nicht! Chat-Spam! Hier ist noch ein Schäfchen. Kannst du bitte auch mal in den Chat spam? Ich will nicht so allein sein damit. Ja, danke. Blau ist übrigens die coolste Farbe, finde ich. Ja, das ist echt so. Also wir haben als Farben mich sofort geschrieben, blau. Genau. Besser als lila oder besser als rot, weil rot ist so langweilig, keine Ahnung. Ich meine, wir sind ja keine Admins. Hier ist ein Gang. Ein Gang? Ein Gang, der ins Nichts. Und hier ist eine Sattkasse. Warte mal, ich guck mal trotzdem. Mensch, hier ist nirgendwo jemand. Wo sind die? Die müssen sich echt irgendwo sneaken. Genauso, die sind genauso paranoia wie du. Aber warum schreiben die nicht? Da ist eine Kuh und zwei Schafe wieder. Ich warte auf den Moment, wo du sagst, da ist ein Namensschild. Ja, komm her und sammel erstmal. Ja, ich mach ja schon. Laut, arbeite. Nee. Du gibst nie die XP auf. Noch, doch, ja, die verschwinden immer so, das ist total komisch. Ja, du musst immer warten, die spawnt halt erst später. Ach so. Hier danke, endlich hab ich... Meinst du... Immer ich erst, verstanden. Du musst darauf achten, dass wenn du es tötest, dann liegt es ja noch ganz kurz am Boden für eine Sekunde. Und dann, wenn es verschwunden ist, dann spawnt das XP an. Okay, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Danke. Richtig, die Weltanschauung geändert. Ja. Jetzt konvertiere ich zu Scientology. Die Technologie hat mir geholfen. Ich weiß nicht, was sonst. Ich habe nie Chunk-Probleme. Also, mein PC ist auch jetzt nicht schlecht. Im Gegenteil. Also, ich kann mit Shader flüssig spielen. Sehr flüssig sogar. Und ich habe auch mal Minecraft 8 GB RAM zugewiesen. Aha. Ja, da bist ist noch ein Schaf. Also. Hier ist auch wieder eine Kuh. Also ich habe gleich 18. Also es ist, dann würde ich sagen, ja, jetzt habe ich, wenn ich die Kuh kille, habe ich wahrscheinlich noch... Jetzt hast du den einen fürs ja, 18 aufgesammelt. Du Schwein! Das ist mein XP. Das ist echt... Oh, jetzt ist er... Ey, was für ein Arsch. Da leftet er einfach, ohne irgendwas zu sagen. Der hat nicht mal Tschüss gesagt. Alter, eins würde ich mir diese Folge wünschen, wenn ich plötzlich sehe, wo Nunan oder Steel... Alter, sofort auf die so los. Als, ja. Alter, ohne Witz. Ich einfach, weil die uns ignorieren. Einfach, weil die uns richtig hart ignorieren. Wenn die respawnen ohne Ausrüstung gerade disconnecten wollen, also bam, 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 wieder einen draufgehen. Gibt auch XP. Oh, 18. Und wenn ich die jetzt, glaube ich, hier abbaue, habe ich sogar gleich 19. Also ich habe die Hälfte zu 19 geschafft. Nee, ja, jetzt bin ich genau auf der Hälfte zu 19. Aber ich suche dann für dich mal noch ein paar Tiere. Okay. Hier war eben auch wieder einfach so eine Crafting Bench und nichts. Ja gut, das kann durch. Da unten ist Kohle, da unten ist Kohle. Komm mit. Okay, warte. Wo? Ja. Da ganz unten. Da ist eine geile Höhle. Die ist aber gelootet. Hier ist Kohle auch nochmal, aber... Okay, perfekt. Ich hab gleich 19. Warte. Wenn ich die Kohle noch abbaue, sollte ich jetzt echt 19 haben. Wo ist noch? Ach, da ist auch noch. Ja, mir fehlen so 2-3 Punkte bis 19. Da oben war nochmal Kohle. Warte, hier links ist auch noch. Ach so, gut.
So, dann machen wir das hier. Ich wette, irgendeiner hat eine Unterwasserbasis. Könnte ich mir locker vorstellen. Wahrscheinlich ja, weit draußen auf dem Meer. Vielleicht sogar die beiden. Und? Hast du 19? Die nicht von, ja, 19. Etwas ja, gut, mehr als 19, perfekt. Lass uns, genau, dann lass uns. Aber ich würde sagen, die Folge geht schon echt sehr lange. Machen wir das nächste Folge. Und deshalb würde ich sagen, ja, bis zur nächsten Folge. Eine Ausrüstfolge war das hier noch. Und wenn wir die beiden irgendwann sehen, wir machen die fertig. Tschüss. Also ohne Witz. Tschüss. 60 Minuten, perfekt jetzt.